Hallo Freunde der Spielkultur und willkommen zurück bei Dragon Age Inquisition. Wir sind immer noch bei den Templern, was natürlich eine ganz tolle Entscheidung war von mir. Denn immerhin, ja, was soll man sagen? Es regnet hier, es gibt noch ein paar Kisten. Aber der Hauptmann der Templer, beziehungsweise der Anführer der Templer, der Hauptsucher der Templer, ist ja glaube ich auch ein Sucher, so wie Cassandra ist. Nein, das macht alles keinen Sinn. Jedenfalls, der Obermacker, der hier rumlungert, der ist ein bisschen durchgeknallt. Der hat sich mit irgendwas eingelassen, ob mit der Verderbtheit oder sonst irgendwas. Ich weiß es leider noch nicht genau. Und wir müssen natürlich das Leben jetzt ein bisschen zur Hölle machen. Dadurch haben wir einen weiteren Templer, der uns unterstützt. Das ist hier der nette, überpigmentierte. Ich meine, es ist nicht so rassistisch, wie es sich anhört. Ohne Notiz. Marion, ich habe dieselben Kopfschmerzen, aber alle, die dieses rote Zeug nutzen, sagen, sie gehen vorbei. Ihr werdet euch schon bald stärker fühlen. Ich habe es gestern endlich geschafft, Feldwebel Pollet im Übungskampf zu besiegen. Und das gleich zweimal. Ihr hättet seinen Gesichtsausdruck sehen müssen. Ich habe gehört, sie erhöhen die Ration für alle, die rotes Lyrium nutzen. Lasst uns morgen zusammen trainieren. Ich brauche einen Partner, der mit mir Schritt halten kann. Venner. Okay. Ja, sie haben sich vielleicht nicht mit irgendwen eingelassen, sondern sie haben einfach nur mit Lyrium rumhantiert wieder. Was den Ruf der Templer allgemein in Dragon Age nicht verbessert. So, überhaupt nicht. Oh, sind sogar noch ein paar, die leben. Also irgendwie will Cassandra gerade nichts, wie sie sollte. Hier will gar keiner so, wie er will. Oh, da oben nutzt einer... Hä? Guck mal, unsichtbare Kisten. Unsichtbare Blockade war hier gerade. Da konnte ich mich nicht durchgehen. Tritt dem Lordsucher entgegen. Ah, stimmt, das war seine genaue Bezeichnung. Ich entsinne mich, Dunkel. Hat er irgendwas fallen lassen? Genau, visier die Treppe an. Man weiß ja nie. Sie könnte sich noch als gefährlich erweisen. So, Waffenbruchstück. Geht hier mit dem aus dem Weg? Die anderen Kisten sind kaputt gegangen. Ah, geht doch. Aber ich glaube, in der Kiste wird nie was drin sein, oder? Upsala. Ach, der Pfeil geht immer geradeaus. Egal, was ich mache. Oh, das ist echt nix. Ich weiß, dem Sucher trete ich... Nee, das muss hier oben lang sein. Der Herold Andrastes. Es war höchste Zeit, dass wir uns besser kennenlernen. Was wollt ihr erreichen? Was denkt ihr, wird einmal aus euch? Ich werde irgendwann die Kirche zu besseren Tagen führen. Wenn ich als Herold akzeptiert werde von Andraste. Oh, Langbogen des Partisanen. Da muss man eben schnell schauen, ob der... Was haben wir im Moment? 69. Und das mit dem präzisen, besseren Griff. Da muss ich nächstes Mal den Griff rausnehmen. Aber ist echt schlimm. Ich finde keinen besseren Bogen. Und ich kann auch keinen besseren Bogen zusammenbasteln. Was eigentlich die zweite schlimme Sache ist, die ich hier überhaupt nicht mag. Gut, hier versteckt sich nichts. Da wird das jetzt wohl sowas wie ein Mikro-Endkampf. Hallo, Lordsucher. Er hat eine Kerbe reingeritzt, wie die das alle machen aus Gangs und sowas.
Oh, er hat mich in den Riss reingezogen. Die Syndicate aus Terminator. Da stehen zwei meiner Berater. Cullen und die Botschafterin. Ist diese Gestalt nützlich? Wird sie mir helfen, euch gänzlich zu... Alles erzählt mir von euch. Auch das. Seht her. Ja, muss ein Dämon sein, ne? Ihr könnt mich nicht täuschen, Dämon. Ich durchschaue euch. Ich durchschaue euch. Ihr zu sein wird weitaus interessanter sein, als den Lordsucher zu spielen. Wisst ihr, was aus der Inquisition werden kann? Ihr werdet es sehen. Wenn ich fertig bin, wird der Älteste euch töten und sich erheben. Dann werde ich ihr sein. Wer oder was ist dieser Älteste? Er steht zwischen den Dingen. Einst war er sterblich. Doch das ist vorbei. Seine Herrlichkeit wird kommen. Und der Älteste will, dass ihr ihm dient wie alle anderen, indem ihr auf die richtige Art sterbt. Erzählt mir mehr. Ich bin nicht euer Püppchen. Ich bin Neid und ich werde alles über euch erfahren. Sagt es mir, Herold, in eurem Verstand. Sagt mir, was ihr... Sagt mir, was ihr fühlt. Sagt mir, was ihr seht. Tja, ein bisschen verarschen wollen die mich aber schon hier, ne? Bedingungslos ergeben. Die Stärke der Inquisition kann sich mit der Macht jedes Königreichs in Peidas messen. Langsam entspricht unser Einfluss meinem Ehrgeiz. Aber wir wollen noch mehr. Das ist mein Körper. Was habt ihr vor? Ist das ein Anflug von Angst? Interessant. Ob das gerade wirklich alles draußen passiert? Oh, es kann mich töten, okay. Ihr habt die Flagge der Kirche als Standarte gewählt. Ist sie wichtig? Werdet ihr trauern, wenn der Älteste sie zerstört? Schnell die Inquisition an Einfluss gewonnen. Könige und Königinnen zu ihrem Mann. Wer würde sich gegen uns stellen, wenn die Inquisition über ganze Nationen herrscht? Niemand, der ist. Drehen bitte. Als die Kirche fiel, verzweifelten wir. Doch der Herold Andrastes brachte uns Licht. Die Leute erstarrten in Ehrfurcht vor der Inquisition.
Aua. Achso, ich muss geradeaus durch wieder, ja. Der Herold hat uns alle gerettet. Unsere Armee könnte ein ganzes Königreich zerschmettern. Keine Armee ist ja unseren ebenbürtig. Aber darum geht es ja nicht bei der Inquisition. Seht ihr, wie ruhmreich meine Inquisition sein wird, nachdem ihr durch die Hand des Ältesten gestorben seid? Ihr seid verletzend, hilflos, hastig. Was wird aus dem Hammer, wenn es keine Nägel mehr gibt? Was seid ihr? Verschwindet! Das ist mein Kopf! Bestimmt nicht. Knights Dogma, ein Flüstern, verfolgt aus einem Traum, ein verlockender Faden der Macht. An seinem Ende eine Gestalt, gekrönt in kaiserlichem Rot, zu sehen durch seinen Riss in der Luft. Der Älteste, mit einem unwiderstehlichen Angebot verlangt er nach Gefolgschaft. Anführer der Sucher, Kommandant der Ritter, Lord Sucher, Lucius Corin, Herr der Templer. Die Frage bleibt immer noch. Passiert gerade draußen irgendwas? Wartet. Neid verletzt euch. Spiegel auf Erinnerungen. Ein Gesicht, das er spüren, aber nicht imitieren kann. Ich will helfen. Euch. Nicht Neid. Warum hört ihr nicht auf, Neid? Wer soll das sein? Ich. Ich bin Cole. Immer noch Cole. Wir sind in euch. Oder ich bin es. Ihr seid immer in euch. Es ist einfach zu hören, aber schwierig, Teil des Gehörten zu sein. Doch ich höre und helfe. Hoffentlich. Neid hat euch verletzt. Tut es noch. Ich wollte helfen. Dann war ich hier im Gehör. So ist es sonst nicht. Ich bin irgendwie ein bisschen verwirrter als vorher. Von dem, was ihr sagt, ergibt einen Sinn. Ich habe beobachtet, beobachte noch. Jeder Templer wusste Bescheid, als ihr kamt. Sie waren beeindruckt, aber nicht wie der Lordsucher. Der Lordsucher ist ein Dämon des Knights. Er wäre gerne ich. Ja, er hat die Kommandeure verdorben, ihren Zorn erzwungen, ihren Kampf. In ihrem Inneren sind sie rot. Egal, ihr seid erstarrt. Neid will euer Gesicht. Ich hörte es, streckte die Hand aus, zog sie wieder zurück, und dann war ich hier. Inwiefern ist mein Körper in der Wachenwelt erstarrt? Gedanken sind schnell. Wir sind hier. Draußen fällt die Klinge noch, hängt in der Luft wie ein Sonnenuntergang. Wenn hier keine Zeit vergeht, heißt das, ich bin in Sicherheit? Nein. Es wäre gut, wenn ihr ginget. Dann seid ihr ein neugieriges Phantom, das sich versehentlich in den Verstand einschleicht? Habe ich was verpasst? Wenn es euch stört, kann ich euch vergessen lassen. Das hilft. Nein. Ihr braucht im Moment alles von euch, um zu kämpfen. Vielleicht später. Also gut, Cole. Wenn ihr mir wirklich helfen wollt, wie komme ich hier raus? Es ist euer Kopf. Ich hatte gehofft, ihr wisst, wie ihr es beenden könnt. Tja, tue ich nicht. Das alles hier ist Neid. Leute, Orte, Macht. Geht ihr weiter, dehnt Neid sich aus. Es erfordert Kraft, mehr zu finden. Eine Person zu sein ist schwierig. Seid viele. Zu viele, immer mehr, dann bricht Neid zusammen und ihr brecht aus.
Wenn wir also in meinem Kopf weitergehen, ermüden wir Knight, bis er aufgibt? Vielleicht. Ich hoffe, das hilft. Aber immer noch besser, als hier zu warten, bis ihr euer Gesicht verliert. Hier entlang. Okay. Ideen sind laut hier. Macht sie lauter. Denkt an Wasser. Ich soll an Wasser denken? Ja. Dieses Ding kann euch nicht helfen. Anscheinend schon. Eine Erinnerung. Betrogene Verbündete werden euren Namen verfluchen. Wie die erste Inquisition werdet ihr Blut, Zerstörung und Furcht verbreiten. Außer ihr tut es nicht. Das müsst ihr nämlich nicht. Nichts von all dem ist real, es sei denn, ihr lasst es geschehen. Verschwinde, Ding! Was habt ihr zu euren Verbrechen zu sagen, Ketzerin? Das ist eine Farce. Ich verlange Gerechtigkeit. Los, bringt sie zum Galgen. Mutter Giselle ist keine Ketzerin. Jeder, der das Wort von Andrastes Herold hinterfragt, wird korrigiert. Aber ich bin der Herold Andrastes und ich werde das nicht zulassen. Dunkel, aber nicht real. Denkt an Funken. Geht weiter hinauf. Dort seid ihr mehr als Neid und das ermüdet ihn. Gut, glaube ich. Aber cool. Wie einfach Cole da gefangen ist. Stimmt gar nicht. Cole ist ja der eine Typ. Moment, jetzt komme ich durcheinander. Ein Feuer fehlt noch. Cullen war das ja hier vorne. War Cullen. Ah, hier ist die letzte Feuerstelle. Seid ihr frei, meine Freunde? Nein, noch nicht. Cassandra will ich auch nicht einsperren. Ich habe nicht genug gesehen. Konnten die Chevaliers sie nicht aufhalten? Sie hatten nicht genug Männer, Junge. Weil Royor brennt. Der Herold ist schon unterwegs hierher. Und er bringt noch mehr Dämonen mit. Ich habe eure anderen Lügen gesehen und werde auch dieser hier entkommen. Entschlossenheit! Ein wichtiger Wesenszug. Ihr lasst den Herold mehr sehen, um seine Gestalt nachzuzeichnen. Aber was er sieht, macht ihn stärker. Schweigt! Ach du Kacke. Ihr wollt schwierig sein? Dann seht euch das Vermächtnis der Inquisition an. Ihre Anhänger, Wirte für Dämonen, eure Welt in Trümmern. Zeigt mir, was ihr mit ihnen tun würdet. Geht weiter hinauf. Und dann? Ihr macht Neid das Denken. Er
Aua. Bald herauskommt. Er ist wütend, aber das macht nichts. Ihr seid es auch. Nein! Lauf! Armselig. Hä? Warum sind denn hier Pseudo-Gegner? Vor allem, ich sehe die jetzt doch nicht mehr. Egal. Weiter. Fast geschafft. Geht weiter hinauf. Ist das der Herold, hätte diese Dämonen nach Selenz Ermordung gerufen? Eine Abscheulichkeit. Warum hat das niemand bemerkt? Naja, ich töte einfach alles, was hier rumrennt. Ob gut oder böse. Ach, klettern. Oder? Gibt's eine Leiter hier irgendwo? Wo muss ich da irgendwie an die Seite hochkommen? Da ist ein Eingang. Ah, scheiße. Na toll. Ich werde direkt auf den anderen draufgeschleudert. Komm, komm. Fast geschafft. Geht weiter hinauf. Ja, wir sind gleich wieder am Tor, ne? Gerade eben stand da noch eine vor der Tür. Gemein, gemein! Dieses Ding hat euch ganz gelassen, hat verhindert, dass ihr mir eure Gestalt gebt. Was hättet ihr davon, ich zu sein? Was hättet ihr davon? Was? Wir fangen wieder von vorne an. Mehr Schmerz dieses Mal. Er hat Angst vor euch. Verschwindet aus! Ei, ei, ei. Der Lordsucher. Nein, ein Hochstapler. Dieses Monster hat dafür gesorgt, dass wir nicht vorbereitet waren. Ich weiß immer noch nicht, womit wir es hier zu tun haben. Hat sonst noch jemand einen jungen Mann neben mir gesehen? Welchen jungen Mann? Lass, seltsame Kleider. Ich habe niemanden gesehen. Der Lordsucher war allein, als ihr sein wahres Wesen enthüllt habt. Mit einem Dämon des Knights. Ich muss wissen, wie wir ihn töten können. Knight, dann ist der Lordsucher. Gefangen oder tot? Beim Erbauer. Er hat den Orden mit dem roten Lyrium korrumpiert, nicht wahr? Ich wusste, das verfluchte Zeug ist gefährlich.
Sie geben uns oft neue Lyriumarten, unsere Kommandeure. Einige benutzten das rote Zeug als erste, um zu beweisen, dass es harmlos ist. Die Ritter wären die Nächsten gewesen. Dieser Dämon hat unsere Führer verzaubert, damit wir keine Fragen stellen konnten, als die ganze Sache begann. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass er ein geschickter Lügner ist. Schickt eure besten Männer, um ihn aufzuhalten. Unsere besten. Templer, was ist Neid? Ein Feigling, Bruder. Er lernt, macht weniger Fehler. Aber was am wichtigsten ist, er versteckt sich. Wir brauchen unsere Veteranen. Unsere Kommandeure sind verloren, aber unsere Leutnants kämpfen vielleicht noch. Wir halten die Halle. Sucht ihr die Leutnants und die unverdorbenen Lyriumlager. Bringt sie her, dann bringe ich euch Neid. Zeigt keine Gnade. Die Templer werden die große Halle halten, aber ihre Stärke wird mit der Zeit nachlassen. Kehrst du in die große Halle zurück, um den Templern dabei zu helfen, sie zu sichern, wird ihre Stärke wiederhergestellt. Werden die Templer überwältigt, ist die Schlacht verloren. Und mit dieser Aufgabe sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es weitergeht, gegen Neid und mit den Templern im Kampf. Ja, gegen den Dämonen. Bis dahin, ciao, euer Doc.